So, und da bin ich wieder. Dann machen wir mal mit der Hauptquest weiter. So. Erstmal den Weg dahin finden. Was? Hat sauber funktioniert mit. Was ist denn damit? Das ist eigentlich zum Festhaken, oder? Hat schon gut funktioniert. Nein, nein, nein. Ah, abrollen. Hat funktioniert. Hatten wir den Weg schon mal benutzt? Ah, okay, das ist die andere Seite. Nehmen wir mal mit. Ist mir das schon mal aufgefallen hier? Komm, wir verkaufen mal den Scheiß, den wir haben. Schau, was ich für dich habe. Verkaufen. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Die Götter sind für uns. Kanto Stiefel. Komm, wir kaufen die auch mal. Das wird bestimmt nützlich für dich sein. Mögen die Götter dich anlächeln. Okay, dann nächste Lager ziehen wir die Schuhe auch noch passend dazu an. Dann haben wir das Outfit vollständig. Hier lang? Ich muss kurz überlegen, wo muss ich lang? Hier. So. Kantostiefel. Zum Herstellen. So, dann ist das Outfit vollständig jetzt. Hier mit ihm müssen wir reden, ne? Punkt ohne Wiederkehr. Nachdem Sie mit Ashley gesprochen haben, ist die schnelle Reise deaktiviert, bis Sie das Spiel abgeschlossen haben. Das ist schon das Finale. Okay, komm. Wie kommt ihr mit dem Plan voran, Ashley? Es gibt verschiedene Optionen. Uchu? Kukulkans Armee folgt dem Sakbe zur großen Steinbrücke auf dem Weg zur Pyramide. Wenn wir direkt von vorne kommen, können wir sie am besten abfangen. Aber das Risiko ist groß, dass sie uns überrennen. Wenn wir hier lang gehen, wäre das sicherer. Aber unser Timing müsste perfekt sein. Sonst gehen sie uns durch die Lappen. Geht nicht vielleicht beides? Wenn wir von vorn angreifen, gehe ich außen entlang und als Scharfschützin in Position. Dann kriegen wir sie dran. Keine Option ist risikofrei, aber ich finde, das ist die beste. Gut, dann auf deinen Befehl. Stell die Truppen auf. Wir gehen. Wieso flackerte das gerade? Hier trennen wir uns. Du musst dort entlang. Lara?
Ich möchte dir das hier geben. Es bringt Glück. Ätzli, das kann ich nicht annehmen. Nach diesem Tag ist die Sonnenfinsternis nicht mehr unser Zeichen. Denn wir behalten die Sonne und du entfernst den Schatten. Danke. Auf dich auf, Jonah. Du auch, kleiner Vogel. Honoratus Amulett, ein mondförmiges Amulett. Okay, wir sind schon im Finale, glaube ich. Vulkanische Aktivität unter Wasser. Da fällt. Okay. Für die Explosion sind nicht wir verantwortlich. Ausnahmsweise mal. Worüber sind wir gestolpert? Unglaublich. Jonah, ich hab's geschafft. Ich sehe die Brücke. Scheiße. Sie haben die Brücke gesprengt. Wir finden einen anderen Weg. Okay. Siehst du den roten Rauch? Ja. Ich werde es überprüfen. Unuratu hat gesagt, das Purpurfeuer sei ihr Schicksal. Okay. Aber beeil dich. Okay. Commander, hier ist Cardinal Two. Brücke ist ausgeschaltet. Gut, Team Leader mit den Fahrzeugen koordiniert. Cardinal Two, Sie sind Ihre Augen. Verstanden. Nicht vergessen, jede Strukturlücke ist ein potenzieller feindlicher Mensch. Hier ist Cardinal Eight. Feind in Sicht. Ändere Kurs auf 105. Hoppala. Lara, geh wieder hoch. Okay, da sind diese schreienden, komischen Viecher. Kämpfen die alle gegeneinander jetzt? Trinity macht Jagd auf sie. Richtet Todeszonen ein und haltet den Feind vom Tempel fern! Ich glaube, ich muss hier jetzt. Fortschritt in allen Sektoren, aber wir haben große Verluste. Alle Einheiten, weg von den Wänden. Bleibt bei den Kameraden. Überlappende Schussfelder. Die Quelle des Rauchs. Da komme ich hin. Die kennen wir doch. Wenn das Purpurfeuer qualmt, suche deinen Spiegel. War das Unoratus Schicksal? Pauli,
Ihr seid das Purpurfeuer. Ich denke, dass wir zusammenarbeiten sollten im Kampf gegen Kukulkan. Irgendwie passt das zum Outfit. Die sind schon trotzdem sehr gruselig. Aber ich bin froh, dass die jetzt auf unserer Seite sind. Erstmal. Jonah, Planänderung. Ich bringe Verstärkung. Was? Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich auch. Commander, sie ist Kontakt zu Croft. Sie ist bei den Yaks hier. Siehst was? Lasst euch nicht abbringen. Schaltet sie aus. Irgendwie finde ich das geil. Scheiße! Scheiße! Hier 10. Team. Hoher Rat in Position. Halten die Stellung. Wiederhole. Hoher Rat ist sicher. Hier ist Commander Rock. Der gesamte Hohe Rat ist hier, um unseren Sieg persönlich zu begleiten. Wir werden die Stellung um jeden Preis halten. Das wie jetzt gar nicht. Alter, wie die alle hier. Danke, Kukulkan, für dieses Geschenk der Erneuerung. Wir sind dafür bereit. Lass uns deine Macht empfangen.
gehören zu dir? Das Ritual muss von mir abgeschlossen werden. Sie haben falsch gewählt. Völlig falsch! Nein! Es war schon immer ihr Recht. Her mit der Schatulle. Nein. Nein, niemals. Ich muss Paititi beschützen. Wir alle erschaffen unser Schicksal. Nicht nur du, sondern wir alle als Einheit. Hier nicht looten kann. Die haben doch bestimmt irgendwas Gutes bei sich. Warte. Der kann ich nicht mitnehmen. Ey, ich muss aber ehrlich sagen, ich feiere gerade die Wilden. Jonah, Rourke ist tot. Ich folge Dominguez, um das Ritual zu stoppen. Oh, Lager. Kann ich noch irgendwas investieren? 2 Punkte haben wir. So. Überlebensinstinkte halt länger. Ja, komm, wir machen jetzt einmal das. Dann haben wir wenigstens mal alle investiert. Welche Richtung? Die. So.
Okay, ich wollte schon sagen, warum hat sie nicht gesprungen? Zusammen. Mist! Sauber. Wo muss ich gleich da hoch? Oder da lang? Nee, das funktioniert irgendwie nicht. Das ist wieder so eine Stelle, wo ich jetzt 1000 Mal den Sprung machen muss, bis es funktioniert. Nein! Wieso hat die jetzt losgelassen? Hi, Old Coin! Willkommen zu Death of the Tomb Raider. wir dürfen hier ein paar Mal sterben. Das ist aber auch, glaube ich, der Tomb Raider Teil, wo man wirklich am meisten stirbt. Aber Oldman, wie geht's dir? Oh ne, jetzt erinnere ich mich an den Bossfight hier. Vernichte alle, die deine Macht und Stellung zerstören wollen. Kukulkan, schütze uns, leite uns, hilf uns Stürmen und Schatten.
Versuch mal erstmal alle drumherum hier. Diese Symbole. Ich muss die darin gefangene Energie freisetzen. Alter, die Musik ist lauter als der Text, den sie von sich gibt. Lass den Schatten vergehen! Das Licht auf eine von uns geschaffene Welt leuchten! Kann ich den jetzt gleich töten? Alter, ist das sehr laut. Einen Moment, ich muss das ein bisschen leise machen. Ich spüre die Energie, die von diesen Symbolen ausgeht. Ah, okay. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Tschüss! Heute nehmen wir unser Schicksal in die Hand! Und schon wieder tot. Vernichte alle, die deine Macht und Stellung zerstören wollen. So. Vulkan, schütze uns, leite uns, hilf uns. Töten wir den? Und okay, dem fällt gleich auf, dass der da tot ist. Na doch nicht. Hier von Nitro. Den haben wir. Ich wollte nachladen. Autsch. Jo. Wo kommt der her? Die Schuss in die Eier? Jetzt nur der hier üblich, hoffentlich. Schütze uns! Leite uns! Hilf uns!
Ich erschaffe die Welt neu. Heute nehmen wir unser Schicksal in die Hand. Ich hoffe, der schießt jetzt nicht auf mich. Ist ein Gott! Ich hab dich am Leben gelassen, Mama. Bis jetzt. Komm, Muni. Hat er gerade seinen Kollegen da erschossen? Ich beschwere mich nicht. Ich beschütze Paititi, nicht du! Ja, da kommen die Nächsten. Autsch. Jo! So, wo sind deine Kollegen? Da. Waren das nicht zwei? So, wo ist Dominguez? Da. Ich wollte schon sagen, hat er mich jetzt gekillt? Ja. Greif mich nur an. Nur noch stärker. Müssten das nicht normalerweise dreimal sein? Jetzt rennt er. Die Power-Ups, die wollt ihr eigentlich gar nicht haben. Und ich will das bei mir so unattraktiv wie möglich machen, um die einzulösen, weil man die halt nicht deaktivieren kann. Deswegen. Hat er jetzt nicht. Mist! Also. Ich habe da auch schon mit anderen Creatoren gesprochen, Streamern. Die das Zeug auch gar nicht haben wollten. Und die haben es so ähnlich gemacht. Er leuchtet nicht mehr. Okay, das ist jetzt die fünfte Runde. Jetzt leuchtet er wieder. Also 6-mal zustechen, statt dreimal. Es tut mir leid.
Schütze, Haititi. Bitte. Bitte, Lara. Das werde ich. Um den Schatz zu finden, muss die Entdeckerin Lara Croft den König überlisten. Den König überlisten? Ob der König da so einfach mitspielt? Ihr Lieben, könnt ihr nicht mal eine Sekunde stillhalten? Jawohl, weiße Königin. Eins. Eins. Darf ich mal sehen? Klar. Da bist du, da bin ich, da Dad. Wo sind wir? Hawaii. Mit der Schatulle und diesem Schlüssel können wir die Welt neu erschaffen. Frei von Schwäche, Gewalt. Wenn du so viel Macht hättest, was würdest du tun? Tapferes Mädchen. Das nicht damit rechnet, dass ein Jaguar sie angreift. Wo wollen wir unser nächstes echtes Abenteuer erleben? Ich habe gehört, die Antarktis soll zu dieser Jahreszeit wunderschön sein. Dad! Was nicht? Dann erforschen wir vielleicht die Salzseen von... Mann, Luther. Richard! Ich weiß, wo wir hinfahren! Ach ja? Was? Hawaii! Oh ja, das wäre bestimmt sehr schön. In diesem Fall musst du mir aber bei den Recherchen zur Vorbereitung unserer Reise helfen, Lara. Nein! Du bist mein Assistent. Oh ja, das stimmt wohl. Tut mir leid, Ma'am, das hatte ich ganz vergessen. Ich verlange, dass man mich ins Museum führt. Nun gut, ich schätze, das lässt sich einrichten. Wenn die Katastrophen beginnen, wird der Gott Kukulkan geopfert, um die Sonne zu erhalten. Sonst kommt das Ende der Welt. Sie opfern einen Gott? Ihn zu opfern ist meine Pflicht. Doch für den Fall, dass ich versage, wird das Purpurfeuer mich leiten und mein Versprechen einlösen. Ich liebe diese Welt, sie ist nicht perfekt. Aber alles, was mir jetzt wichtig ist, ist da. Nach diesem Tag ist die Sonnenfinsternis nicht mehr unser Zeichen. Denn wir behalten die Sonne und du entfernst den Schatten. Schütze, Haititi! Bitte. Bitte, Lara. Das werde ich. Zwei Tage später. Unuratu. Meine Mutter, Kriegerin,
Rebellen, Königin. Wir werden sie noch über Generationen ehren. Ich vermisse dich. Nun wird ihr Geist uns dabei helfen, Paititi zu vereinen. Vielen Dank. Ich fahre morgen nach Kuvakyaku zurück. Wirklich? Vermisst du den Dschungel? Oder willst du den mysteriösen Fischbaum suchen? Abby und ich fahren einige Tage an die Küste. Wie schön. Was machst du? Ich denke, ich werde noch eine Weile hierbleiben. Und stellst du noch mehr Artefakte wieder her? Du meinst kaputt machen. Also, was machst du? Ich weiß noch nicht. Edsley wird mich ein bisschen beraten. Er wird mir schon sagen, was Paititi für den Wiederaufbau benötigt. Wow. Ich will nicht länger suchen. Ich will Zeit mit Menschen verbringen. Okay. Solltest du nicht packen oder sowas? Nein, bis morgen hast du mich an der Backe. Du kannst bleiben, solange du willst, Lara. Gute Reise, Jonah. Wenn hier alles wieder aufgebaut ist, komm ich vielleicht nach und lerne mehr über die Welt fernab von hier. Klar, immer gern. Sag einfach Bescheid. Du auch, Uchu. Wenn er es will. Also, Jonah, Lara hat gesagt, du hast eine Freundin? Wir kommen alle zur Hochzeit. Was? Moment mal. Edsley, zeig mir doch mal die Pläne für den neuen Tempel. Ja, der wird wunderschön. Okay, ging doch schneller zu Ende, als ich gedacht hatte. Ich hatte gedacht, wir sind doch noch vielleicht eine Stunde länger oder so beschäftigt hier. For our friend and Alexandre Comer Vermage? Wieso ist... okay, der Sound ist erstmal abgeschmiert. Ich habe jetzt wirklich gedacht, wir wären noch eine Stunde länger hier mit beschäftigt. Dass wir hier vielleicht noch bis 21, 22 Uhr sitzen würden. So, dann ist ja jetzt die Frage, was machen wir jetzt nach den Credits? So. Wollen wir Asuka spielen? Wollen wir irgendwo anders hin? Ich weiß es nicht. Ich habe schon Bock, noch irgendwie ein bisschen weiter zu zocken. Aber ich muss sagen, in dem Teil, ich habe die Story einfach irgendwie nicht im Kopf behalten können. So, also... Da hatte mir irgendwie der rote Faden gefehlt. So, vielleicht war ich einfach irgendwie zu sehr durcheinander. Weiß ich auch nicht, bin ich mir nicht sicher. Aber irgendwie, ich konnte mir vieles einfach nicht merken, sagen wir so. Außer Kukulkan, Umuratu, die Namen. So, aber ich muss sagen, die Thematik habe ich hier auf jeden Fall gefeiert, hier mit den Mayas und so und dem Tag der Toten, der ganz am Anfang war. Und dass man auch ein bisschen mehr über Laras Vergangenheit erfahren hatte. So, ich weiß jetzt aber nicht, was ich noch zu sagen soll oder kann. Deswegen, ich würde mich jetzt erstmal kurz ausklinken und lasse die Credits laufen und werde gleich wieder da.
Thank you.
Alles klar, Old Coin, dann bis gleich. Ich frage mich aber auch jetzt, wie lange die Credits hier jetzt noch dauern. Und ob da jetzt noch irgendwie eine Post-Credits-Scene kommt, so wie beim vorherigen Teil, den ich fast quasi vergessen hätte mit aufzunehmen beim letzten Mal. Deswegen, wir warten mal eben auch noch ein bisschen, bis das fertig ist. Und dann machen wir einen Game-Wechsel. Und Paschi, Barbies Abenteuer auf dem Reiterhof besitze ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, gar nicht. Müsste ich mir dann eventuell kaufen und dann noch installieren und dann würde auch ein Weilchen dauern. Deswegen würde ich sagen, wir wechseln gleich zu Aska rüber. So, ich schalte mich aber jetzt noch mal kurz wieder ab. Ich weiß echt nicht mehr, was ich sagen soll oder kann hierzu. Während der Credits. Daher noch mal, bis gleich. Thank you.
So, es sieht schon danach aus, als würden die Credits jetzt gleich zu Ende gehen. Waren jetzt, glaube ich, auch schon 20 Minuten, glaube ich, Credits. Und ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Jetzt warten wir ab, ob da jetzt noch eine Post-Credits-Scene kommt. Und Donien, ich darf, oder beziehungsweise ich will jetzt nicht zu viele Spiele haben, die irgendwie... Ich lag völlig falsch. Ich dachte, um mein Leben zu kontrollieren, müsste ich etwas Ungewöhnliches tun. Ich dachte, ich müsste alles in Ordnung bringen. Aber die Geheimnisse der Welt muss man genießen, nicht lüften. Ich bin nur eine von vielen, die versucht, sie zu wahren. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringen wird, Jonah. Aber welches Abenteuer mich auch erwartet, ich freue mich drauf. Ich werde versuchen, mich selbst nicht so ernst zu nehmen. Tee, Miss Croft. Sehr gern. Und das müsste dann, ich glaube, Alfred hieß der. Oder so. Der Butler sein aus den älteren Tomb Raider-Teilen. Im Moment ist es einfach nur schön, zu Hause zu sein. So, okay. Dann würde ich sagen, für YouTube, ich verabschiede mich dann schon mal. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.